Packen hart an. Man darf bei der Arbeit auf keinen Fall zimperlich sein. Allerdings sexy. Diese Ladies sind auf Erfolgskurs. Die neueste Idee, eine Imbissbude. Ich finde, Frauen können auch alles. Aber vom Schrott einsammeln zu Currywurst und Pommes. Ja, ein Sprung ins kalte Wasser, würde ich sagen. Pünktlich um 7 Uhr geht bei den Schrottladies in Essen die Schicht los. Ihr Auftrag, Schrott sammeln. Ihr Markenzeichen, die Farbe Pink. Von LKW bis Latzhose, alles ist im knalligen Pink gehalten. Den Kunden scheint es zu gefallen, aber sie packen auch hart an. Die Mädels tragen Schrottteile, die bis zu 100 Kilogramm wiegen. Und das Wichtigste ist auch hier immer die Optik natürlich. Also die Kunden, die freuen sich, wenn wir, glaube ich, aufgeteilt sind. Im Sommer haben wir keine Klimaanlage im LKW, da haben wir natürlich Hotpants an. Bis zum Sommer müssen die Schrottkunden auf den Anblick der Hotpants wohl noch warten. Nicht aber auf die neue Geschäftsidee der Schrottladies, denn die Imbissbude feiert Eröffnung. Ich denke, was die anpacken, wird zu Gold. Die haben den Mut einfach. Den viele haben den Mut nicht. Vielleicht kommst du ja auch gleich auf eine Wurst. Genau. Okay. Komm mal vorbei. Bleib so fleißig wie ihr. Die Zeit rennt. Schrott einladen, Schrott abladen und Imbissneueröffnung. Der Tagesplan ist straff und nichts für zarte Hände. Man darf bei der Arbeit auf keinen Fall zimperlich sein, weil da kann es auch schon mal sein, dass man sich irgendwo eine Schramme wegholt oder sonstiges. Aber damit muss man leben, ne? Und das passiert ab und zu. Noch eine Stunde bis zur Imbissöffnung. Auch hier muss das Make-up stimmen. Ab heute soll auch mit Fritten Geld verdient werden. An diesen Imbisswagen haben sie wochenlang gewerkelt. 15.000 Euro und 3 Wochen später war der Umbau fertig. Ein letzter sexy Outfit-Check. Unser Outfit ist schon sehr wichtig. Wir müssen uns ja unterscheiden. Also wir, zum Beispiel, wenn wir zum Schrott fahren, haben wir die Latzhose dabei an. Und wenn wir jetzt am Imbiss stehen, haben wir halt so ein Kleid an. Steht auch nochmal unser Logo drauf. Und hinten steht heiße Kiste. Die Schrottladies und ihr Imbissgeschäft Fritz and Titz haben Feuertaufe. Monika und Nicole machen sich auf den Weg zu ihrem Imbisswagen. Bisher haben sie nur Schrott gesammelt, jetzt wollen sie auch Würstchen grillen und Pommes servieren. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Und du, Nicole? Ich bin total aufgeregt. Mir ist schon schlecht, ich habe schon Stresspickel überall. Ich freue mich total. Ich freue mich auf die Leute. Ich bin gespannt, wer kommt. Endlich angekommen in der pinken Pommesbude wartet auch schon Schrottlady Nummer 3 auf Unterstützung. Noch ist alles ruhig. So. Dann kommt mal mit rein. Ich zeig euch mal alles. Wir haben die Arbeitsplatte neu gemacht, Bühle neu gemacht. Kommt mal in den Lappen weg, ne? Neue Kühltheke rein. Breta ist neu. Also eigentlich kann man sagen, der Wagen ist general überholt. Hier sollen ab heute Currywurst und Pommes in bester Qualität verkauft werden. Und das an 5 Tagen in der Woche. Doch bisher hatten die 3 nur ein Händchen fürs Grobe. Also eigentlich, ja, ein Sprung ins kalte Wasser, würde ich sagen. Aber wir haben uns schon damit beschäftigt, auf jeden Fall. Pünktlich um 10 Uhr ist der Andrang an der pinken Pommesbude groß. Jeder möchte mal gucken und probieren. Die persönliche Fütterung natürlich inklusive. Du weißt ja, es gibt nur 2 bekannte Menschen in Essen. Ja? Das war früher Krupp und ihr als Schrottlady. Ja, klar. Oder? Natürlich. Ja. Und tatsächlich, die Bekanntheit der Pottprominenz zieht Besucher und Schrottlady-Fans an, die sogar Geschenke überreichen wollen. Ich finde es ganz toll, dass Frauen Schrott sammeln. Ne, also ich finde, Frauen können auch alles und das sieht man ja auch, dass sie das können. Dann finde ich natürlich schon außergewöhnlich dieses pinke Auto, sehr auffällig und einfach dieses ganze Konzept finde ich toll. Aber auch die männlichen Fans sind von der Imbisseröffnung begeistert, besonders von den Schrottladies, denn die sind nun auch mal ohne Schrott im Einsatz. Die Leute, die würden uns gerne mal sehen, viele haben keinen Schrott. Und ja, so ermöglichen wir das halt den Leuten, dass die halt zu uns kommen und eine Wurst vielleicht mit uns essen. Wurst verkaufen ist also das erklärte Ziel. Die Currywurst im Brötchen soll hier übrigens 2,50 kosten, eine kleine Portion Pommes 1,50. Aber heute gibt es natürlich auch kostenlose Probierhaben. Die Mädels machen das schon. Die haben das mit den Schrottladies gut hingekriegt. Das ist ja, weitläufig bekannt, sag ich mal. Viele kennen die Schrottladies und ich denke mal, dadurch läuft der Imbiss, wird sicher auch gut laufen dadurch. Fast 3 Monate haben sich die sexy Schrottsammlerinnen nun auf diese Geschäftsidee vorbereitet, haben Probe gegessen, nach einem griffigen Imbissnamen gesucht und ihn mit Fritz and Titz gefunden. Ob bei so viel geballter Frauenpower keine Stutenbissigkeit aufkommt? Eigentlich kriegen wir uns gar nicht in die Haare. Also wir kennen uns schon so lange und das ist schon so eingespielt, also da haben wir keine Probleme mit. Streit gibt's gar nicht. Dafür haben wir auch keine Zeit, auch nicht. Von nun an wird von Montag bis Freitag ab 6 Uhr eine der Schrottladies im Imbiss stehen. Chefin Monika muss die letzte Tour für heute fahren. Und irgendjemand in Essen darf sich jetzt schon auf seine sexy Schrottabholung freuen. Für mich ist immer Schrott. Bleibt immer das Wichtigste.
Imbiss auch jetzt, aber Schrott ist meins. Und damit werden die Shortladies sicherlich erstmal einmalig in Deutschland bleiben.